Hi ho und willkommen, meine lieben Let's Play-Freunde, zu einem neuen Projekt. Wie bereits angekündigt, gibt es jetzt A Bird Story, nachdem wir To the Moon abgeschlossen haben. Und ja, ich möchte auf Deutsch beginnen. So, wir können nur beginnen und beenden. Also wähle ich einfach mal Beginn aus und dann schauen wir mal rein. Okay, wir steuern mit Escape, Leertaste, linke, rechte Pfeiltaste. Achso, wir wählen hier jetzt das Kapitel aus. Das ist jetzt neu. Das ist jetzt nicht mehr so wie im alten Teil, wo wir speichern und laden konnten. Sondern wir wählen das Kapitel aus. Also anders als in To the Moon. Jetzt bin ich mal gespannt, was A Bird Story mit To the Moon zu tun hat. Weil ich habe von A Bird Story absolut keine Ahnung. Muss ich zugeben. Deswegen fangen wir einfach mal mit dem ersten Kapitel an. Und ich werde wahrscheinlich A Bird Story auch in dieselbe Playliste tun wie To the Moon. Weil ich nicht weiß, wie lang das Projekt jetzt wird, ob ich dafür eine extra Playliste anfangen werde. Werde ich mal schauen. Also wenn, dann findet ihr die Bird Story Folgen vielleicht in der To the Moon Playlist. Da werde ich aber auch den Namen der Playlist ändern. Okay, wir träumen jetzt wohl und können uns nur rückwärts bewegen. Okay. Oh, der Papierflieger. Und man sieht es vielleicht schlecht, aber man hat einen Schattenvogel auf. Wir haben einen Schattenvogel auf dem Kopf sitzen. Und die Lichter gehen aus, während wir hier langlaufen. Das sind auch alles nur Schatten, sogar die Lehrerin. Musik.
Und da bastelt ein Papierflieger im Unterricht. Oh, Eichhörnchen mal wieder. Das war wohl ein Satz mit X. Die Wurzel von... ist gleich Katze? Okay. Die Wurzel von 1764 ist gleich Katze. Jetzt zeigt er sich ja auf uns. Ja, Mitschüler können richtig mies sein. Ja, rein können wir nicht mehr. Und hier geht's nicht lang. Gut. Ah, wir können uns auch wieder mit der Maus bewegen. Das macht das angenehmer. Wir ignorieren die Lehrerin einfach mal. Den Bäumen hier nachzuurteilen, ist das eh nur ein Traum. Würde mich nämlich nicht wundern, wenn genau Bäume aus Spinden wachsen. Ja, wir können sogar mit Leuten hier reden. Oder auch nicht. Die verschwinden einfach nur kurzzeitig. Die hier wahrscheinlich auch, ja. Gut, dann gehen wir mal mit unserem Ebenbild hier. Hat er jetzt nicht wirklich viel gebracht. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück zum Klassenzimmer wahrscheinlich. Ne, bringt auch nichts. Also wieder nach draußen. So sieht echt ulkig aus mit den Spindbäumen. Können wir die Mülltonne reingucken? Nein. Ach so, jetzt ist er da hinten. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon bei unserem Zuhause angekommen. 152. Und ja, bis jetzt ist nur die Steuerung gleich. Bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Und ob das Ganze irgendwelche Parallelen zu To the Moon hat.
Man könnte jetzt meinen, dass es Parallelen hat, weil wir immerhin mehr oder weniger Erinnerungen oder so durchforsten gerade oder träumen. Hat er gerade einen Schritt zur Seite gemacht. Und ja, da ist unsere tolle Creepy-Musik mal wieder. Sind da Mäuse auf dem Gang? Scheinbar. Das ist dann wohl das Zuhause von unserem namenlosen Kind. Na, der Strom scheint in dem Traum noch nicht ganz zu funktionieren. Wow, ist ja jetzt super zu lesen gewesen. Erstmal ins Bad. Wichtigste überhaupt. Oh, es sind aber neue Symbole zum Interagieren hinzugekommen. Okay, im Bad gibt es nichts zu tun. Hier können wir nur Kapitel auswählen, okay. Macht das Ganze ein bisschen schwieriger mit den Aufnahmen, weil ich nicht regulär speichern kann. Ah ja, das ist der Lichtschalter für die Lampe da hinten. Jetzt erstmal gucken, ob die Luft rein ist. Klar, als kleines Kind auf dem Bett rumhopsen. Macht man doch immer gerne. Und das ist dann wohl das eigene Zimmer. Ah, Hunger. Der Balkon mit der Aussicht. Wir setzen nur auf die Stadt. Gucken wir mal, was wir zu essen finden. Ich würde eigentlich gerade sagen, wo ist denn hier der Esstisch, aber gegessen wird vom Fernseher. Weil da ist ein Herd, das hier sieht aus wie die Spüle und ein Mixer. Aber kein Esstisch. Gut, zurück zum Lesen also. Bis jetzt haben wir ja nicht viel Dialog gehabt. Und ich weiß immer noch nicht, ob wir noch immer in dem Traum sind. Und der bastelt schon wieder einen Papierflieger. Und jetzt ist er hingefallen. Und jetzt macht er brav seine Hausaufgaben. Und schläft dabei ein.
Irgendjemand, wahrscheinlich seine Mutter, hat ihm gerade eine Decke übergeworfen. Ja, so kann man den Wecker auch ausmachen, indem man den Stift danach wirft. Ja, und er ist wieder alleine. Da hängt schon wieder die nächste Notiz an der Tür. Ja, Schulranzen holen, das ist auch kein Problem. Die Decke einfach dahingeschmissen. Entweder sind die Eltern viel beschäftigt. Das sollten wir natürlich auch noch reinpacken, das Buch. Oder auch nicht, weil da nur Gemale von ihm ist. Na doch, er packt es ein. Gott, sieht er müde aus. Nehmen wir noch was zu essen mit, wahrscheinlich. Jo, ein Törtchen. Drei Törtchen. Vergiss den Regenschirm nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Ampel ist doch rot. Nee, ich kann mit der Lehrerin nicht reden. Die ist die einzige übrigens, die hier angezogen ist. Den Unterricht zu verschlafen ist auch nicht gerade die beste Idee. Also ich habe immer noch keinen Plan, was hier abgeht. Außer dass die Lehrerin jetzt vor unserem Pult steht. Hat sie gerade rausgetreten? Okay. Gut, hier geht's immer noch nicht weiter. Kommen jetzt gleich wieder Baumspinde. Jo. Toll, es regnet draußen und wir haben den Schirm da rumgelassen. Und ja, wir können durch die mit dem Matsch schimpfen. Auch gut. Oh, ein Pilz. Warum auch immer da etwas aufgeht.
Da wird ein Vogel von einem Dachs verfolgt. Er hat ihn mutig verscheucht. Oh, der Vogel hat was mit seinem Flügel. Von hier aus gesehen würde ich sagen, mit dem rechten.